gibt es eine ganze Menge von Gesetzen, die möchte ich hier kurz erläutern. Das ist das Gesetz zum einen der Spitzenförderung. Die hört sich kompliziert an, aber eigentlich steckt nur eins dahinter. Und zwar die Knospe am Trieb, die am obersten Punkt sitzt, treibt am stärksten aus. Das heißt, die Knospen, die oben auf dem Trieb sitzen, treiben stärker aus als Knospen, die nach unten zeigen. Oder wir haben hier einen Trieb, der so einen Bogen macht und nach unten wächst. Hier im Scheitelbereich treibt die Knospe am stärksten aus und die unten hier, die weniger hoch sitzen, treiben womöglich gar nicht mehr aus. Und das Gleiche im übertragenen Sinne an der Basis, also Knospen, die direkt oben an der Basis des Triebes sitzen, treiben stärker aus und die hier unten schwächer. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn ich dann schneide, schneide ich immer konkret auf die Erde, auf die Knospen, die nach oben stehen und verzichte auf die Knospen, die eher unterversorgt und tiefer liegen. Weil die bringen vom Austrieb wenig und auch keinen Ertrag. Also das ist ganz wichtig zu beachten. Da steckt eigentlich eine Gärtnerregel hinter. Die Gärtnerregel kennen viele, die besagt, starker Rückschnitt erzeugt starken Austrieb. Also, ich bin mutig, ich weiß, was ich tue, gehe ran an den Baum und schneide ihn relativ stark. Dann werde ich merken, im Verlauf der folgenden Vegetationsperiode reagiert der Baum darauf und treibt auch relativ stark wieder aus. Bin ich unsicher. Und ich weiß nicht so recht, was ich da richtig am Baum mache und schneide ihn relativ schwach oder fast gar nicht. Ja, dann werde ich sehen, der Austrieb wird auch minimal sein. Also ich kann mit dem Baum nicht viel anfangen. Er bleibt stecken im Wachstum. Ja, und dann in dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, dass ich die Krone gleichmäßig schneide. Also nicht einen Kronteil ganz stark und den anderen lasse ich lang. Dann wird der Kronteil, den ich stark schneide, enorm stark austreiben. Und der andere Teil wird mir wenig austreiben, verkümmert, bleibt stecken, vergreist. Also da ist es auch ganz wichtig, dass ich im Baum ein Gleichgewicht beim Schnitt beachte. Das Gesetz der Saftwaage beschreibt eigentlich nur, dass die Leitäste, die am Stamm in ungefähr gleicher Ebene entspringen, von mir in gleicher Ebene durch den Baumschnitt angeschnitten werden müssen. Ja, also wenn im Frühling die Säfte steigen und die steigen relativ gleichmäßig und ich habe einen Leitast stärker geschnitten, wird dort der Saftstrom früher eintreffen als da, wo ich vielleicht den Trieb länger gelassen habe. Resultat ist auch wieder ein stärkerer Austrieb von der Seite, die ich stärker geschnitten habe. Deswegen muss ich unbedingt ein Gleichgewicht in der Krone erzeugen und das schaffe ich durch die sogenannte Saftwaage. Man fragt sich vielleicht, wie entstehen denn eigentlich nun Früchte im Baum? Und auch das muss ich eigentlich wissen, wenn ich einen Baum schneide. Wir haben hier zwei Leitäste dargestellt. Der eine steht relativ steil nach oben und der andere wunderbar so waagerecht. Was passiert? Ich befinde mich im Frühling. Die Säfte steigen im Baum. Das muss man sich vorstellen, in diesen Kapillaren, wo der Saft nach oben steigt. Das ist so ein bisschen wie ein Wirbelwind. Das ist ein unheimlicher Druck. Es wird draußen warm. Wir haben 10, 15 Grad schon plus und so. Die Knospen brechen, die Blätter entspringen und der Saft steigt und steigt. Und in steil nach oben stehenden Ästen, da drängt er nach oben und fließt relativ schnell. In Ästen, die vielleicht so einen 45-Grad-Winkel optimal haben, da kann der Saft sich im Kambium, da wo er fließt, so ein bisschen ruhiger bewegen. Und in diesem Saft einer Pflanze, da sind nämlich Phytohormone enthalten. Und diese Phytohormone sind unglaublich wichtig für uns Gärtner, weil diese Hormone sind dafür verantwortlich, dass aus den vorhin benannten Blattknospen
sogenannte Blütenknospen werden. Und diese Hormone können erst dann so richtig zur Wirkung kommen, wenn sie sich in diesen Knospen auch einlagern können. Und erst in einer Leitast-Situation, die waagerechter ist wie hier, setzen sich die Phytohormone nämlich in die Blattknospen ab. Und aus den Blattknospen werden durch dieses Phytohormon sogenannte Blütenknospen und aus den Blütenknospen Fruchtspieße. Also habe ich dann im Nachgang an diesen Trieben eher Obst zu erwarten als an diesen steil nach oben stehenden. Naja, und da sehe ich dann so in den ein oder anderen Gärten manchmal ganz verrückte Sachen. Gerade kürzlich, da hat jemand dann so Seile so in die Leitäste gebunden und an den Enden dieser Seile befanden sich mit Sand gefüllte Coca-Cola-Flaschen, sogenannte Gewichte. Und die Gewichte sollten halt dazu führen, dass die Äste mehr so in die Waagerechte gedrückt werden. Die Idee ist gut, bloß die Idee mit den Cola-Flaschen war jetzt nicht optimal, weil bei Wind werden die natürlich hin und her schlagen und die Äste brechen aus. Also, was muss man tun? Man müsste die Seile so aus dem Campingbedarf mit sogenannten Campingheringen im Rasen fixieren und bindet dann die Seile nach unten. Aber wenn Sie meinem Vortrag sehr genau folgen und auch nachher im Baum werden Sie sehen, wenn ich dann schneide, durch einen gelungenen guten Schnitt erziele ich auch ohne diese Bindemaßnahmen einen waagerechten Verlauf des Leitastes. Also das lässt sich durch Schnitt auch ganz wunderbar erzeugen. Ich rede immer hier von Schneiden. Ja, wo schneide ich denn eigentlich? Wird der ein oder andere sich die Frage stellen. Natürlich schneide ich gezielt Knospen an. Wir sprechen auch häufig bei Knospen von Augen. Und da gehe ich mit der Gartenschere, da führe ich jeden Schnitt sehr gezielt aus und gucke mir ganz genau an, wo ich da eigentlich schneide. Nicht irgendwo, sondern ich schneide immer eine Knospe an. Und häufig bleibt der Abstand vom Schnitt zur Knospe zu lang. Dieser kann mir dann eintrocknen oder es können sogar Pilze eindringen, die dazu führen, dass die endständige Knospe, die ich da eigentlich anschneiden wollte, mir vertrocknet, durch Pilze beschädigt werden. Auch ein zu kurzes Anschneiden dieser endständigen Knospe ist auch ungünstig, wenn ich denn im Winter schneide, so in den Monaten November bis Februar, und es kommt dann doch vielleicht noch mal zu einem relativ starken Frost, sitzt diese Knospe relativ allein und ohne Puffer und kann mir bei starken Frösten wieder erfrieren. So ist der Anschnitt eigentlich korrekt. Wir sprechen so zwischen Schnitt und Knospe so von circa einem halben Zentimeter, also 5 mm oder meinetwegen auch 4 oder 3. Aber so in dem Dreh müsste das so sein. Und jeder Schnitt, den ich am Baum ja mache, damit erzeuge ich natürlich auch eine Wunde, was ja nicht besonders gut ist, aber nötig. Und wenn ich dann schneide, sollte ich den Schnitt schon leicht schräg führen, aber nicht zu schräg. Denn mit jedem Schnitt, wie gesagt, erzeuge ich eine Wunde. Und wenn die zu schräg sein sollte, dann ist die Wunde zu groß, die ich da geschaffen habe. Und das ist natürlich negativ. An der Stelle fragen mich häufig meine Seminarteilnehmer, müssen wir denn Obstgehölze im Winter verstreichen mit Wundverschlussmitteln? Ich sage nein. Wir lassen die Wunden eigentlich grundsätzlich offen. Das ist für den Baum weitaus besser. Wir fuschen da viel zu sehr in diesen Heilungsprozess einer Pflanze ein mit diesen Wundverschlussmitteln. Also ich plädiere eigentlich, die Wunden offen zu lassen, und die Pflanze ist in der Lage, diese Wunden alleine wieder zu verschließen. Ja, jeder Obstbaumschnitt wäre nichts ohne geeignetes Werkzeug, das wir natürlich dafür brauchen. Das wichtigste Werkzeug ist natürlich unsere Gartenschere. Da gibt es welche für Rechts- und Linkshändler, und die sollte natürlich super schön scharf sein. Wie ich die jetzt führe am Baum, das zeige ich Ihnen dann, wenn ich den Obstbaum selber schneide, denn das ist äußerst wichtig nochmal. Als nächstes Werkzeug brauchen wir für dickere Äste einen sogenannten Astteufel.
Und damit kann man nämlich viel größere Äste durchtrennen, was wir mit der Gartenschere so nie schaffen würden. Denn ich habe hier einen anderen Hebel. Ja? Also mit der gleichen Kraft wie bei der Gartenschere kann ich durch den verlängerten Hebelarm stärkere Äste mit diesem Astteufel durchtrennen. Wenn die Gartenschere dafür nicht mehr ausreicht. Und wenn ich mal einen richtig starken Ast entfernen muss, dann arbeiten wir gerne mit solchen Klingensägen. Die kann ich drehen am Baum, am Ast, so wie ich gerne möchte. Es gibt ja auch sogenannte Bügelsägen. Bloß dieser Bügel ist uns häufig im Weg. Wir arbeiten sehr gerne mit dieser Art von Säge. Da kommen wir in jede Kante und können direkt im Entspringen des Astes den Ast dann absägen. Also wir arbeiten gerne mit dieser Art von Sägen in den Bäumen. Da ist man einfach ein bisschen wendiger mit. Und nun noch ein kurzer Aspekt zur Sicherheit im Baum. Also wir sollten unbedingt geeignete Lederhandschuhe oder es gibt auch noch Nylonhandschuhe mit verstärkten Geweben verwenden zum Schutz der Finger und Hände. Und natürlich unbedingt geeignetes Schuhwerk tragen. Wir müssen eine gute, solide Sohle haben, weil wir arbeiten auf der Leiter und wir dürfen auf der Leiter nicht abrutschen. Daher muss der Schuh unbedingt eine Profilsohle haben und richtig fest durch eine Schnürung am Fuß sitzen, damit wir da nicht abrutschen, also nicht mit Latschen oder so, sondern das sollten solide, gut sitzende Schuhe sein, damit wir sicher stehen und arbeiten können.